Kamera läuft, sehr gut. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Bachelor-Tagebuch, Folge Nummer 1. Ihr werdet euch jetzt fragen, was das alles sein soll und viele steht auch unten in der Beschreibung, einfach mal reinschauen. Ich werde am Ende des Videos nochmal was verlinken. Folgendes, dieses Video hat für euch jetzt keine große Relevanz. Das ist eher was für mich ganz Persönliches, eben Videotagebuch zu meiner Bachelorprüfung, zu meinem letzten Semester, das ich jetzt gleich, oder was heißt gleich, in einem Monat starten werde. Und dementsprechend muss ich da ein bisschen Gas geben. Weil ich aber eher der Typ bin, der gerne mal später damit anfängt und nicht früh genug die Bücher liest oder mit dem praktischen Teil beginnt, habe ich mir gedacht, dass ich so eine Art Videotagebuch führen werde. Jede Woche gibt es dann eine Ausgabe. Das ist eben die erste. Die geht dann 3-4 Minuten. Die erste etwas länger, um das mal kurz zu erklären, um was es geht. Und selbst wenn ich mal nichts gemacht habe und meinen gewissen Meilenstein nicht erreicht habe, werde ich dann trotzdem in diesem Video festhalten, dass ich das nicht gemacht habe. Einfach um dann zu sehen, hey, ich habe beispielsweise mal einen Monat nichts gemacht. Genau, das ist so die Intention dahinter. Ich werde vielleicht auch ein bisschen kryptisch sprechen. Ihr werdet euch vielleicht fragen, was er jetzt dazu denkt, was er jetzt genau meint. Noch zu 100% möchte ich nicht verraten, was es in meiner Bachelorarbeit geht. Aber so ganz grob werdet ihr natürlich auch im Laufe des Tagebuchs erfahren, was denn jetzt genau meine Idee dahinter ist. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, wie gesagt, am Ende verlinke ich nochmal was oder schaut direkt in die Beschreibung. Da findet ihr alle weiteren Informationen. Gut, ich fange erstmal an. Wie gesagt, in einem Monat geht's los. Da geht es darum, dass ich schon einen Teil meiner Aufgabe gelöst habe. Das wäre nämlich der theoretische Teil, eine grobe Inhaltsangabe, wie das Ganze aufgebaut werden soll. Von der Anleitung mit den ersten Themen bis hin zum Hauptteil. Und das ist eben die Frage, wie das jetzt aussehen soll. Also ich habe noch keine Ahnung, ist noch alles frei. Genauso spontan wie dieses Video sieht auch noch meine Bachelorarbeit aus. Damit ich nicht ganz blind in dieses Video starte, habe ich mir 2-3 Randnotizen gemacht. Der theoretische Teil sieht bei mir momentan so aus, dass ich tatsächlich 2 komplette Bücher gelesen habe. Das ist für mich jetzt schon Wahnsinn. Ich lese gerne Fachbücher, aber wenn es dann langsam darum geht, Bücher zu lesen, die jetzt vielleicht nicht so mein Ding sind, dann ist es schwer. Andererseits muss ich sagen, dass meine Bachelorarbeit auch für mich persönlich sehr interessant ist, weswegen ich die Bücher schon ein bisschen gern gelesen habe. Auch wenn sie nicht gerade einfach waren. Das waren wissenschaftliche Bücher. Vielleicht allgemein, das kann ich schon mal verraten. Ich behandle das Thema Geste in meiner Bachelorarbeit. Also wie kann man mit Händen interagieren? Welche Vorteile hat es im virtuellen Raum? Was kann man damit erreichen? Kann man vielleicht ein tolles Spiel damit entwickeln? Was auch immer. Wie gesagt, 2 Bücher habe ich gelesen. Ein deutsches Buch und ein englisches Buch. Vielleicht werde ich die Bücher auch noch referenzieren, da bin ich mir noch nicht sicher. Und ja, jetzt bin ich gerade dabei, das dritte Buch zu lesen. Habe ich schon zur Hälfte durch. Und das Ganze hat mich jetzt einen Monat gekostet. Ich muss sagen, im August bin ich auch viel unterwegs. Aber ich hätte da eher ein bisschen Gas geben können. Habe ich jetzt leider nicht gemacht. Und das möchte ich jetzt auch, deswegen dieses Videotagebuch, viel eher jetzt schaffen und mir da ein bisschen den Arschtritt verpassen in dem Sinne. Im praktischen Bereich sieht es momentan so aus, dass ich das von den Erkenntnissen aus den theoretischen Büchern abhängig mache. Also ich habe schon dieses gewisse Schmuckstück, das ich dafür brauche, das steht hier im Regal, das zeige ich mal in einem späteren Tagebuch. Und ich muss unbedingt damit anfangen zu programmieren. Ich muss... Kamera Fokus. Ich muss versuchen, da irgendwie langsam reinzukommen, weil das wird echt schwer, der praktische Teil gerade bei mir. Theoretisch geht, aber praktisch kann es schon ein bisschen schwer werden. Aber ich möchte nicht irgendeinen Scheiß machen, ich möchte etwas machen, das auch Sinn hat, etwas damit aussagen, wisst ihr? Und aus dem Grund beharre ich darauf, dass ich da noch nicht direkt starten werde. Klar kann ich Basics machen, muss ich unbedingt machen, aber es kommt auch stark auf den theoretischen Teil an. Wie gesagt, ich versuche das wöchentlich zu machen. Sollte ich das nicht machen, geht es mal 2-wöchentlich oder also alle 2 Wochen meine ich. Wir werden sehen. Und als Meilenstein für mich persönlich setze ich bis zur nächsten Woche
mindestens das Buch gelesen zu haben, das dritte Buch. Wenn ich das schaffe, wäre schon nicht schlecht. Und dann starte ich vielleicht mit dem vierten. Also ist für mich schon eine kleine Nummer. Wir gehen mit kleinen Schritten zur eigentlichen Arbeit hin. Das war's auch schon. Ich bin mal gespannt, wie sich das Tagebuch im Laufe der Zeit entwickeln wird. Vielleicht kommen noch andere Sachen dazu. Momentan ist es relativ unstrukturiert. Die Informationen, die ich preisgebe, vor allem für mich selbst, natürlich für euch ist es noch alles ein bisschen kryptisch, sind momentan noch sehr vage. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Und was sehr wichtig ist, ich werde jetzt hier oder irgendwo hier im Bild einen Link setzen. Dieser Link führt zu meiner Webseite, beziehungsweise direkt zu dem Artikel, zu meinem Bachelor-Tagebuch in Form eines Artikels. Es kann sein, dass es da viel gründlicher, viel stärker referenziert ist, was ich genau mache, welche Bücher ich lese und so weiter und so fort. Also ihr kriegt auf jeden Fall mehr Hintergrundinformationen als jetzt hier im Video, das ganz spontan entstanden ist. Das war's auch schon von mir. Wir sehen uns nächste Woche im Bachelor-Tagebuch Nummer 2. Vielen Dank fürs Zusehen und auf Wiedersehen und bis dann.